Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Trophy-Tipp hier in Doom, und zwar ein kurzer Anflug von Wahnsinn. Also schließe die UAC auf Ultra-Albtraum ab. Dafür habe ich mich eines kleinen Tricks bedient, der geht auch nach wie vor trotz Patch. Und zwar, wenn ihr hier rauskommt, müsst ihr erstmal hier diese erste Section ganz normal besiegen. Dazu rate ich euch natürlich, lauft im Kreis. Also mir hat es ja sehr gut geholfen hier, also jetzt ja gerade selber jetzt hier laufe. Einfach so im Kreis laufen, bevorzugt diese Marker hier suchen. Natürlich nur One-Shot und dann danach Nahkampf. Das reicht dicke aus, die normalen Fuzis könnt ihr dann nur im Nahkampf machen, wie man das jetzt hier sieht. Aber die wichtigen sind hier diejenigen, die auf euch schießen. Na, die sind nämlich ultra ätzend, wenn ihr euch zwei, dreimal treffen, seid ihr tot. Na, ja, deswegen schön immer im Kreis laufen, bevorzugt diese Fuzis hier suchen, die erledigen und dann weiter im Kreis gucken, wo sind die nächsten. Ab und zu könnt ihr natürlich gerne mal einen so einer mitnehmen, so einen normalen hier. Ja, aber wie gesagt, sonst größtenteils lieber im Kreis latschen. Und die Gegner hier alle besiegen, aus Recht, wie gesagt, diese hier. So, das Ganze dauert jetzt noch ein bisschen hier. Ab und zu natürlich auch noch logischerweise die Rüstungen und so weiter drum und dran einsammeln. Glory Kills sind hier übrigens sehr hilfreich. Was natürlich dann klar das Life betrifft, weil ein bisschen kriegt ihr dann wieder. Und dann, sobald diese Fuzis hier kommen, also die Feuerbälle auf euch schmeißen, solltet ihr natürlich auch darauf achten, dass ihr die auch bevorzugt mitnehmt. Also alles, was schießt, zuerst weg, weil die können euch gewaltig auf den Piss gehen. Ich selber muss ja auch dazu sagen, ich habe jetzt hier zwei Tries gebraucht, aber beim zweiten, den zweiten Run seht ihr jetzt hier gerade. Na, der erste hatte ich direkt hier verkackt. Da bin ich nämlich nicht im Kreis gelaufen, habe die einfach so probiert zu erledigen. Ja, das war kacke. So, deswegen lieber der Trip, lauft hier im Kreis und dann schafft ihr das Ganze eigentlich auch ohne Problemchen. Und sobald ihr jetzt dann hier mal endlich die ganzen Gegner hier besiegt habt, ihr seht es natürlich jetzt hier, sind es einige. So, das war's jetzt, glaube ich. Nee, doch noch nicht, oder? Nee, da ist noch einer. So, den hier auch noch weg. Ach Gott, noch einer. Eieiei. So. Jetzt war es das, glaube ich. Ja, das hört sich ganz gut an. Ja, genau, Speicherpunkt erreicht, alles klar. Gut, dann könnt ihr natürlich noch dementsprechend hier was einsammeln, wenn ihr irgendwas benötigt. Der Rüstung ist nicht verkehrt. Munition genauso wenig. Hier, das Ding ist klar. Ne, kommen wir ja nicht rein. Muss man hier den blauen Schlüssel wiederholen. Überhaupt kein Act, weil da ist ja gar kein Gegner da. Das heißt, einmal hier schön rum ums Karree. Dann hier unten vor der Kiste den Schlüssel holen von dem tollen Herrn hier. So, mit dem natürlich dann im Gepäck. Geht ganz normal weiter hier. Ja, das Geheimnis gefunden, ole ole. Ja, was die Dinger betreffen, habe ich natürlich auch dementsprechend hier Collectibles Guides. Bei mir hier auf dem Kanal in der Playlist. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. So, hierhin. Ganz wichtig jetzt hier, was ich da jetzt hier bloß mache. Ich renne jetzt hier erstmal nur durch. Na, die ganzen Fuzis hier, gut, den musste ich mitnehmen, weil der direkt vor mir war. Lass ich groß das Leben, hüpfe hier einfach nur drüber. Und an den hier einfach nur dran vorbei. Der hier, gut, der blockt mich jetzt gerade. So, hier auf diesen Gabelstapler. Hier könnt ihr hochhüpfen. Wie ihr seht, es geht hier nicht gleich am Anfang. Und dann hier rüber. Einfach hier komplett entlang laufen. Und dann hier eine Etage höher. Und dann hier Richtung dieses Schienensystem. Ja, oder was auch immer das Ding darstellen soll. Hier weiter hoch. Einmal wieder umdrehen. Ja. So, hier hoch, da hoch. Immer Richtung Wand und Schienensystem. Und dann jetzt hier direkt einfach nur Controller nach rechts gedrückt halten. Also so nach rechts oben, dass ihr auch weiter geradeaus lauft. Und dann hier ab und zu mal noch springen, dass ihr wirklich an dem Rand dran bleibt. Hier, wie ihr seht, na, bisschen schwierig da hochzukommen. Kann man aber theoretisch auch, wenn man das schafft. Ich selber habe es jetzt hier nicht hingekriegt, da hochzukommen. Macht aber nichts, weil ihr könnt ja auch hier direkt einfach weiterlaufen bis an diese Stelle hin. Und dann hier geradeaus drüber jumpen. Hier runterfallen lassen, zu dieser Kiste hier. So, und jetzt, sobald ihr dann hier seid, könnt ihr hier durch diesen Tunnel durch. Und dann seht ihr das auch schon, seht ihr eigentlich beim Ende dieser Mission. Das Problem ist jetzt hier nur, dass ich jetzt hier abkürzungstechnisch nicht weiterkomme. Das heißt, ich muss jetzt hier den normalen Weg weiterlaufen. Macht aber nichts, weil hier ist erstmal ein Speicherpunkt, der euch zwar nichts bringt, weil wenn ihr tot seid, seid ihr tot. Und hier an diesen Markern einfach nur dran vorbeirennen. Genauso auch wie an diesem hier. An allem vorbeirennen, was euch so passiert. Am besten dann hier hochziehen. Der direkte Weg zum Ende der Mission. Hier, wo sie da theoretisch rausgehen aus der Mission. Und jetzt genau hier bleibt ihr einfach nur und guckt, wo die Gegner herkommen. Teilweise kommen die links hoch, teilweise rechts hoch. Aber bis ihr euch sehen, habt ihr die normalerweise locker down. Immer so ein bisschen hier so rumgucken. Hier oben treffen die euch erstmal ja nicht, weil die müssen erstmal hochkommen. Das Problem, einzige Ding ist natürlich jetzt dann, ja, dass ihr dann ab und zu noch runter müsst. Und die töten, weil die, also manche Gegner, kommen nicht hoch,
weil ihr theoretisch gesehen, wenn ihr da oben sein solltet, von der Mission her gesehen, müssten da eh von Werk aus 4-5 Gegner rumstehen. In meinem Fall habt ihr es ja jetzt gesehen, weil ich hier teils abgekürzt habe, spawnen die da nicht. Na, das heißt, ihr müsst ein paar Mal runtergehen, weil die spawnen nämlich dann unten und kommen nicht hoch. Aber das Ganze macht ja nichts. Pistole übrigens bringt hier gar nichts, weil die schießt nicht so weit. Genau. Da sind sie jetzt hier. Zwei zumindest da davon und nicht 4 oder 5. Deswegen ist es hier ganz angenehm mit diesem Trick hier einfach nur durchrennen und direkt zuerst mal hier hoch zum Ausgang. Die da ein paar Fuzzis hier killen. Wieder gucken, ob jemand wieder hochkommt. Und naja, wie gesagt, so da ungefähr so 2-3 Minuten könnt ihr dann runterwärts gehen zu den anderen Verbleibenden. Es reicht dann, wenn ihr unten auch so 4-5 oder sowas hier killt, bis halt wieder kommt, hier Speicherpunkt erreicht. Also ist relativ die Methode einiges safer, wie wenn ihr komplett alles tötet. Aus Recht auf dem Weg hierher bin ich an ein paar Gegnern vorbeigerannt. Na, die kommen alle irgendwie nicht mehr hinterher, das passt so. Und ja, ich lasse das Ganze jetzt mal noch weiterlaufen. Ihr seht es jetzt dann selber, was ich hier immer so gemacht habe. Und wünsche euch viel Erfolg bei dem, ja, Try auf Ultra-Albtraum. Und jupp, haut rein soweit, ne? Ciao und Servus. Willkommen bei der UAC. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein!